Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, ein neuer Mittwoch, ein neues Update. Der Bazar ist da. Und das war's. Wow. Falls ihr euch jetzt wundert, warum Icewater nichts drauf hat, keinen Sattel, keine Trense, gar nichts. Liegt einfach dran, dass ich jetzt eben überhaupt nichts gefunden habe, was auf dieses Schimmel mit Blaufarbe-artige passt. Es war schwierig, da was rauszusuchen. Deswegen habe ich so gedacht, okay, ja, gut. Scheißen wir drauf. Reiten wir ohne alles. Habe ich auch schon die letzte Zeit nur noch selten gemacht. Ist also mal eine gelungene Abwechslung, wenn ich mal ohne laufe. So, das erste, was neu reingekommen ist, ist der Bazar mit ganz vielen neuen Pferden. Ich weiß gar nicht, war zwar schon mal da, aber einige habe ich schon. Der hier gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Das Finnpferd hier habe ich. Den Morgan habe ich. Den Isländer habe ich, glaube ich, auch. Diesen Appalose habe ich. Das Gotland habe ich. Fjordis habe ich genug. Und Knappstrube habe ich auch genug. Ja, einen Shop haben sie uns gar nicht erst hier gegeben. Deswegen war das Ding für mich eigentlich relativ schnell gegessen. Hier sind ja hauptsächlich Pferde aus der Star Stable Horses App. Ich kann mir jetzt allerdings keinen Reim draus machen, ob die jetzt hier sind, weil die Star Stable Horses App ausgeräumt werden soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. So viel zum Bazar. Mir ist im Bazar wirklich und wahrhaftig nicht reingekommen. Was haben wir denn hier noch? Trailblazer Track. Hat sich da was verändert? Meine Punkte kann ich mal abholen. Meine Belohnung kann ich mal abholen. Nö, alles gleich geblieben. Was soll da jetzt anders sein? Jedes Mal, wenn du 1000 Trailpunkte verdienst, erreichst du einen Meilenstein. Das klingt eher so, als ob sie den Trailblazer-Track heute nochmal neu reingebracht haben, obwohl alles eigentlich beim Alten war. Naja, gut. Sei so. Okay, was ist noch reingekommen? Ach so, jetzt, ach, ja, stimmt. Ich bin ja hier verkehrt. Das habe ich schon wieder vergessen. Der Bazar ist ja hier. Ach, der Bazar sei schon. Ferdinands Pferdemarkt ist ja gar nicht mehr hier. Ich schlaue Haube. Egal. Auf jeden Fall gibt es wieder ein neues Pferd, was uns bis zum nächsten Mittwochsupdate verlässt. Und zwar ist das englische Vollblut Gen 2. Das geht offiziell am 23. Oktober und kommt dann nicht wieder. Englisches Vollblut? Moment. Was soll denn das heißen? Das nächste Pferd, das uns verlässt und auf den grünen Hunger ist das englische Vollblut. Ach so. Ach so. Gut. Entschuldigung. Falscher Alarm. Alles gut. Also gut.
Oh, ich mach schon wieder einen Scheiß durcheinander. Das ist wieder der Oberhammer. So, Pferderuhestand auch geklärt. So, und warte mal hier. Idris hat von den Renovierungen im Moorland gehört und sich dazu entschieden, seinem Zirkuszelt auch einen neuen Anstrich zu verpassen. Oh, da bin ich mal gespannt. Vor allem warum? Oder war das Zirkuszelt jetzt grafisch so miserabel? Fand ich gar nicht. Ich meine, gut, ich kann nicht mitreden. Ich bin noch jemand, der die alte Generation Star Stable miterlebt hat. Ich. Hä? Hier ist doch gar nichts. Ist doch alles neu. Nicht neu, alles geblieben. Das Zirkuszeltschild hat jetzt Stäbe zum Selberstehen, ja. Aber was ist denn da? Oder ist innen was anders? Ich gehe kaputt. Ich scheiß mir ins Fäustchen. Seht ihr das auch? Seht ihr das? Holla, was eine gewaltige Änderung. Oh, ich bin ja so erschrocken. Passt auf, für diejenigen, die es jetzt nicht gesehen haben. Als erstes mal hier hinten die ganzen Holzlatten. Die wurden grafisch komplett überarbeitet. Sieht ja an sich ganz schön aus. Aber, und jetzt kommt das, was mich zum Lachen gebracht hat. Hier der Rundbogen und der ganze Zirkel hier. Hier diese Abrundung da. Diese, ich nenne sie immer so schön Mauer. Die war vorher rot. Ich habe ein bisschen Angst, dass Star Stable wollte, dass das jetzt blau wird und hat es einfach auf das Rot gelegt. Ja, und was ergibt Rot und Blau? Richtig, lila. Ich meine, ist ja irgendwo ganz schön, dass es jetzt lila ist. Ich meine, Idris ist ein Pandorianer. Pandoria, ne? Das erste, woran man denkt, ist lila, ne? Pink, lila, wie auch immer. Da passt das natürlich wunderbar jetzt. Aber ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass wir das so denken. Also, dass die Farbe vielleicht so gewollt ist. Das ist wirklich gewollt. Aber dass wir genau das denken, ich glaube, das war nicht Star Stables Plan. Hat sich noch was verändert? Wir haben neue Fähnchenfarben. Hier hinten ist alles gleich. Ja. ja gut. Ansonsten nicht schlecht. Also wir können sagen, die große Änderung am Zirkuszelt vom Idris Zirkus der Träume war, wir haben Blau auf Rot gelegt. Was ein dramatisches, änderndes Bild. Hat sich hier drin auch was verändert? Vielleicht gibt es ja neue Weissagungen, weiß man's. Ich war jetzt Ewigkeiten nicht mehr da drin. Willst du deine Zukunft erfahren und deine Vergangenheit zu verstehen? Möchtest du Glück, wahre Liebe oder das perfekte Pferd finden? Dann bist du hier genau richtig. Der wunderbare Idris sieht alles. Fangen wir an. Da wir hier in Jorvik sind, sind Schicksalssprüche mit Pferden besonders beliebt. Aber ich kann auch tiefer in deine Seele blicken, wenn du den Mut dazu aufbringst. Wir machen beides. Wir gucken erstmal, ob wir rauskriegen, ob ein neues Pferd kommt. Ich wollte es nur aus deinem Mund hören.
Ach so, er wusste es schon. Na dann, wunderbar. Gib es zu, du begehrst einen kastanienbraunen Arasier? Arasier? In der Hoffnung, dass es dir Vergebung bescheren wird. In Wirklichkeit suchst du Glück und das ist näher als du denkst. Du könntest es heute erhalten, wenn das Verkleiden mit passender Kleidung und Samsung auf deiner Checkliste geschrieben steht und du deinen treuen Freund Evertime als Begleitung dabei hast. Ach so, das war Story Quest. Na ja, gut. Du siehst verwirrt aus. Nein, nicht so. Jetzt, wo ich das Ende gelesen habe, sehe ich nicht mehr so verwirrt aus. Ich glaube, das macht Sinn mit der Story Quest. War meine Weissagung nicht präzise? Ja, war sie. Sei geduldig, mon chérie. Mit der Zeit wird alles klar. Komm morgen wieder und du erfährst mehr. Es macht mir großen Spaß, in deine Zukunft zu blicken. Cool. Arasia. Die kommen doch sowieso nicht ins Spiel. Zumindest nicht jetzt die nächste Zeit. Interessant. Naja, gut. Lass mal gucken, gab es jetzt sonst noch was? Also Idris war ja jetzt nicht so prickelnd, die Änderung. So, mal von oben anfangen. Pferdebasar, Hammer. Pferde von der Star Stable Horses App, Hammer. Trailblazer Track, Hammer. Idris Renovierung, Hammer. Pferderuhestand, Hammer. Jo, das war's. Auch schön. Nächste Woche. Koppelrequisiten. Wo denn? Auf der Koppelinsel. Das ist aber schön. Und zusammen mit der Rückkehr einiger beliebter Geburtstagspferde. Geburtstag? Ach, jetzt ist ja auch irgendwann Star Stables Geburtstag, ne? Koppelrequisiten sind auf der Koppelinsel angekommen. Zusammen mit der Rückkehr einiger beliebter Geburtstagspferde. Nächste Woche verfügbar. Na dann. Bin ich gespannt. Vielleicht kommt nächste Woche schon der. Nee, das wäre zu früh, oder? Das wäre zu früh. Aber die Woche drauf vielleicht könnte Star Stables Geburtstag kommen. Aber nur vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ach, ist ja auch egal. Gut, das soll's von dieser Woche gewesen sein. Bisher bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.